A question to both of you. In Europe, we see a lot of the media are transporting mainstream opinions. A lot of them ignore the danger of Islam, and they don't see that there's a growing Islamization. And how important is, in your opinion, the internet for the freedom of speech and the transporting of these dangers? Maybe first, Gerd? Yes, well, your own internet, your own painet, if I pronounce it correctly, is an example about how important it is, because the press, certainly the public press, and I thought when I was still naive a long time ago that it was only the case in Holland, but it's not true. After I travel all over the world, you see that it's the same. It's not often unbiased, well, like in my visit in Switzerland or anywhere else, you see that it's been taken from one point of view only. I'm very happy, and I'm now in the process that I'm negotiating, and maybe I should not say it to the Dutch press here, with two other parties to cut the budget for 200 million euros for the Dutch public TV at the time, which is a good thing, but not to joke about it too much. I believe that internet, free internet, unbiased internet, also, I visited Canada a few weeks ago, and there was for the first time a new television station, which was something like Fox News, but then for the first time in Canada. And you see at that time, when it happens, when such a television station comes, that are not ruled by the elite or by the leftist or intellectuals or whatever you might call them, how popular they become in a very short time, how much leverage there is, how much people are eager to listen, to read such a press or to listen to such a talk in radio or to look at such a television or to view internet sites like PNET. So I think it's very, very important to work on that. We are dependent on it to have some kind of normal perspective of what we are doing, what we are fighting for. We are not helped often by the media. Die Frage werde ich jetzt auf Deutsch beantworten, weil da reicht vielleicht mein Englisch nicht aus. Das ist etwas komplexer. Also wir sind, ich glaube, dass die Europäische Union so langsam eine UdSSR ohne Gulag wird. So in dem Stil, wir haben so das 1984 von George Orwell wird 1:1 durchgesetzt jetzt. Das bedeutet, man tötet ja nicht mehr Menschen, man tötet ihr Bild. Das Bild von Gerd Wilders, mit dem Bild zerstört man ihn, mit dem Bild zerstört man mich. Wenn ich zu ihm komme, dann empfängt er einen Rechtsextremisten. Wenn er zu mir kommt, dann empfange ich einen Rechtsextremisten. Und dann sagen uns die Medien, ja, macht es Ihnen denn nichts aus, mit diesem Rechtsextremisten zusammenzukommen? Ja, dann sage ich, ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Sie machen ja dasselbe mit mir. Also ich meine, der Witz ist schon längst bekannt, aber das, so funktioniert das. Das Bild ist also wichtig. Ich spiele jetzt Katz und Maus seit 11 Jahren mit den Medien. Okay, ich komme irgendwie immer irgendwie doch auf meine Kosten. Aber es ist ein sehr schwieriges Spiel und man kontrolliert natürlich nur teilweise, was dann passiert. Wenn aber jetzt ein Medium erscheint, und das ist der Grund, warum Jean-Robert hier ist, warum du hier bist, ich habe jetzt gemerkt, mit dem Internet hat man eine Plattform, die ist viel schwieriger zu manipulieren. Da herrscht noch ein Freiraum. Irgendwie unter der Oberfläche der offiziellen Medien entsteht da eine Plattform, die ist noch frei und da kann man dann noch wirklich eine Debatte ausführen, wie es sich gehört. Und sich auch frei ausdrücken, ohne dass da irgendwie zensiert wird, ohne dass da irgendwie das Bild verzerrt wird. Darum ist Internet, das ist jetzt ein Mittel, das ist eine Waffe gegen dieses totalitäre Gehabe. Und das müssen wir immer besser in den Griff bekommen und für unsere Zwecke verwenden, ganz sicher.